Willkommen bei Trackings. Neues Video, neues Review. Diesmal geht es um das Canyon, speziell um die RockShox Yari, die verbaut ist. Es ist eine Einsteigergabel, ganz oft verbaut in ganz vielen Modellen. Ich fahre die in zwei Bikes. Mir ist leider, oder was heißt leider, mir ist einfach nicht progressiv genug. Ich komme schon ziemlich ans Limit der Gabel mit meinen 90 Kilo, inklusive eben meinem ganzen Gepäck, was ich immer mitschleppe, und Helm und Protektoren. Ich hatte vorher immer geguckt bei YouTube, finde ich irgendwelche Anleitungen, Tutorials, wie man dort die Tokens einschrauben kann. Habe ich keins gefunden, jetzt mache ich selber eins. Viel Spaß beim Video, ich hoffe, ich kann euch damit weiterhelfen. Wünsche euch einen schönen Tag, viel Spaß. Also bei der Yari, den Token-Tausch, zunächst mal, was braucht ihr für ein Werkzeug? Ich habe mir so einen Kassettenabdreher besorgt, den gibt es bei Amazon für 7 Euro. Das ist hinten 24er Nussaufnahme mit der Ratsche ganz normal. Und vorne werdet ihr gleich sehen, passt es dann gut rein. Wir öffnen dann die R-Kappe. So, ich zeige euch mal, wie das passt. Ja. Das passt perfekt, ist wahrscheinlich nicht genau dafür gedacht, aber wie gesagt, es passt. Jetzt holen wir die Dämpferpumpe, lassen erstmal mit der Dämpferpumpe komplett die Luft ab. Dann nehmen wir uns noch ein spitzes Werkzeug, lassen die Restluft ab und dann drehen wir das raus, die Kartusche, und schrauben den Token ein. Also ganz normal die Dämpferpumpe anschließen. So, schaut genau, dass der Druck komplett abgelassen ist. Wenn ihr das habt, Dämpferpumpe wieder abschrauben. Ich nehme jetzt hier zum Beispiel so einen, ja, für die Bremse, ein Plastikteil oder irgendwas, ein Stück Holz. Man kann es natürlich auch mit dem Schraubenzieher machen, aber ja, guckt, dass ihr euch da nichts kaputt macht. Wenn ihr sicher seid, dass gar kein Druck mehr drauf ist, dann müsst ihr euch komplett sicher sein, nicht dass euch die Kartusche entgegenspringt. Dann nehmen wir uns eine Ratsche und dann schrauben wir die Kartusche mal raus. Dabei schön langsam, das ist ein Feingewinde. Schaut auch, dass ihr das ganz gerade rausdrehen könnt. Nicht, dass ihr von den Dichtungen was kaputt macht oder eben das Feingewinde zerstört. Also lasst euch da Zeit, macht das Ganze entspannt. So, jetzt kann ich. Ich kann euch diesen Montageständer nur empfehlen, wenn ihr das Video dazu noch nicht gesehen habt. Ich verlinke es euch oben in der Infokarte. Aber es ist einfach ein sehr entspanntes Arbeiten. So, jetzt habe ich das rausgedreht. So sieht das aus. Passt einfach auf, dass ihr das nicht verdrecken lasst. Und da kommt jetzt der Token drauf. Also haben wir die Oberseite von der Kartusche, das sind die RockShox Plastik Tokens.
Das ist mitgeliefert. Und die schraubt jetzt einfach vorsichtig hier rein, schaut, dass es genau passt und dreht das einfach handwarm. Ja, können ein Stück gegen drücken. Ich werde jetzt zwei Token reinsetzen, einfach weil ich es sehr progressiv mag. Die sind also adaptierbar. Ich glaube, bis zu drei gibt RockShox an. Ja, das passt ganz gut, finde ich. So, wenn ihr das habt, schrauben wir wieder ganz vorsichtig rein. Schaut nochmal, dass hier oben von dem Gewinde kein Dreck dazu gekommen ist. Wie gesagt, ein Feingewinde. Und dann schrauben wir das so wieder an die Gabel. Schaut auch da, dass er das wieder komplett gerade aufsetzt. So, jetzt ist schon mal handfest. Und das machen wir dann mit der Ratsche. Ja, das ist fest. Und zum Schluss, natürlich weil die Luftkartuschen komplett leer sind, sorry, Pumpe wieder drauf und pumpt euch euren beliebigen Druck. Da gibt es auch von RockShox selbst viele Tabellen nach Körpergewicht, nach allem, sodass sie richtig sitzt. Ihr habt ihr übrigens hinten an der Gabel eine kleine Tabelle nach Körpergewicht, wie viel Druck ihr fahren solltet. So, und mehr ist es nicht, ihr habt es gesehen, das kann jeder, das passende Werkzeug braucht man natürlich. Und schon habt ihr eine wesentlich progressivere Gabel und das tut der Yari wirklich gut. Wir hatten sie jetzt im Bikepark, dann da habe ich den Ring, obwohl ich schon mit viel Luftdruck gefahren bin, war meistens hier auf der Höhe, das war mir einfach zu weich. Jetzt müsste es besser werden. Ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Spaß, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, Daumen nach oben, die Glocke, kommentiert. Ja, bis später. Trackings.de. Schaut mal auf unsere Seite. Ciao.